Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Let's Go Evoli. Wir sind gerade unterwegs auf Liz, unserem majestätischen Klurak. Schaut euch das an, ist das nicht geil? Man ist damit auch relativ schnell unterwegs. Das ist eigentlich ganz cool. Oh yeah. Huh? Yeah, schaut euch das an. Ist das schon nice? Na gut, ich würde mal sagen, wir kämpfen uns hier einfach mal weiter über die Bootssteke. Boris ist noch ganz vorne, das ist okay. Wir nehmen ihn am besten auch gleich wieder aus dem Pokéball, das reicht so. Sieht zwar cool aus, auf Klurak zu reiten, aber ist auch ein wenig irritierend. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird, wenn man seine Angel nicht ins Wasser wirft. Okay, danke für diese Lebensweisheit, das war sehr nichtssagend. Fred. So, meine Pokémon sind wieder geheilt. Ich bin wieder topfit. Wir können uns wieder voll und ganz auf die konzentrieren. What? So, und guck mal, jetzt hat mir auch wieder einen drastischen Levelanstieg. Das ergibt schon mehr Sinn. Das ist okay. Warte, vor, die waren ja wirklich stark unterlevelt, aber natürlich logisch. Jetzt nach dem Relaxo müssten wir auch so stärker sein. Und dann ist natürlich klar, dass jetzt hier einiges mehr kommt. Ein Kingler, nur von mir aus. Ganz viele Wasser-Pokémon. Da lernt man hier mal die ganze Bandbreite kennen, was es so gibt. Also wenn man es nicht schon eh wissen würde, wie wir jetzt zum Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass ihr eh schon alle Wasser-Pokémon der ersten Staffel, der ersten Generation kennt. So, die EP sind auch ganz nett. Ich habe verloren. Und hier ist Geld und so. Dankeschön. Gif, gif, gif. So, bekommen wir jetzt hier unsere Super-Angel. Oder zumindest unsere Profi-Angel. Hallo? Ich bin, tja, wer bin ich eigentlich? Verflixt und zugenäht. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Nanüchen, weißt du etwa, wer ich bin? Der Attackenverlerner. Wer soll ich sein? Der Attackenverlerner? Hm, meinst du wirklich? Das sagt mir nämlich überhaupt nichts. Mr. Zauber? Was sagst du, Mr. Zauber? Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Du hast recht. Das muss mein Name sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich bin Mr. Zauber. Vielen Dank, dass du mein Gedächtnis auf die Sprünge geholfen hast. Hier, nimm das. Zauberschein. Ich glaube, eine relativ gute Feenattacke. Speziell. Nicht so wie Knuddler jetzt. Man kann ja mal gucken. Wo ist meine DM-Tasche? TM-Tasche? TM-Tasche? Da. Der Zauberschein. Kann natürlich wieder keiner lernen. Keiner in meinem Team ist feenhaft genug dafür. Pfah. Naja, vielleicht werden wir irgendwann noch ein Pokémon in unserem Team aufnehmen, welches fancy genug dafür ist. Gibt es überhaupt Angeln in dem Spiel? Sagen die Fangserien etwas? Wenn man mehrere Pokémon derselben Art in Folge fängt, erhöht sich die Chance darauf, ein starkes Exemplar zu begegnen. Ja, und auch auf ein Shiny. Oh, wen haben wir denn hier? Jemand mit Megafon. Menschen mit Megafon sind wichtig, deswegen gehen wir da hin. Hallo Mensch mit Megafon. Oh. Mein Spezialgebiet ist Elektrizität. Daher kenne ich mich mit Pokémon aus dem Meer nicht aus. Na gut. Oh, wird das gleiche Kampf Elektro gegen Elektro-Pokémon? Oh nein. Damit hätte ich irgendwie rechnen müssen. Er hat eine Elektrik. Das ist auch so klein. Ich habe mir Electic viel größer vorgestellt. Ich weiß nicht, bei Pokémon Snap, da war das immer so riesig. Und hier jetzt, ich hätte jetzt gedacht, dass Electic irgendwie ein Kopf größer als der Trainer hier ist und nicht eher einen halben Kopf kleiner. Selbes gilt, wie gesagt, auch für Nidoqueen. Kampf der kleinen Super. Oh, wie klein die beiden sind. Das ist so niedlich. Oh, oh mein Gott. Schön weggegraben. Hm. Und. Perfekt. Weg mit dem Electek. Oh. Das war's. Und die Erfahrungspunkte sind echt fett. Sehr gut. Oh, Stromkreis unterbrochen. Sorry. So, was gibt's denn jetzt hier für ein Item? Ein Wasserstein. Interessant. Hm.
Was gibt's bei dir so? Ich suche einen Mondstein. Hast du zufällig einen dabei? Nein, ich habe meinen schon eingesetzt. Was hast du denn? Hast du einen Pipi, einen Pixie, Nidora, Nidorina, Nidorino? Ah, Nidoran männlich. Los, Paris! Pritzel, Pritzel, Pritzel. Donnerblitzel, Blitzel, Blitzel. Und zack. Perfekt. Oh, das tut mir schon fast leid. Okay. Und dann die Dorino auch noch weiterkämpfen. Ja, für dich brauchst du den, ne? Nidoking wäre schon cool, ne? Hm. Ich hatte damals Nidoqueen und ich mochte es sehr. Es konnte Surfer und... Ich habe Nidoqueen ganz viele Attacken von ganz vielen verschiedenen Typen beibringen lassen. Und wusste deswegen nicht, was das für eigentlich selbst so ein Typ hatte. Und ich war so fasziniert, dass ein Pokémon so viele verschiedene Attacken erlernen kann. Das war schon cool. So... Ah, oh, dann noch Schlägchen und dann müsste die Sache erledigt sein. In die Fresse. Okay. Ich wollte doch nur einen Mondstein. Da musst du nicht gleich andere Leute zum Kampf herausfordern. Was haben wir hier? Ein Aufwecker. Lustiger wäre es, wenn jetzt hier ein Mondstein liegen würde. So, okay. Dann nehmen wir dich erstmal ein Stück nach hinten, ne? So. Okay. Hallo. Wenn man auf einer Brücke trainiert, auf der einem die frische Meeresbrise, Brise um die Nase weht, stärkt das die Wirkung des Trainings ungemein. Bist du bereit, gecoacht zu werden? Na, dann auf in den Pokémon-Kampf. Kann sein, dass die Coaches irgendwie nur noch Frauen sind? Okay. Ich bin Helena. Helena. Helena, ja. Nein, Helena. Helena ist richtig. Solis, da haben wir ja schon intuitiv das richtige Pokémon drin. Aber sie ist auch nicht schlecht. 38. Gutes Level. Oh. Ah! Sehr gut. Hui, Schlafpuder wäre gemein gewesen. Sowas hasse ich nämlich. Ungemein. Sehr gemein sogar. Sehr, ich mag das nicht. Okay. Oh nein! Oh, wie nervig. Okay. Dann brauche ich jetzt wohl den Aufwecker. Gut, dass wir ihn gefunden haben. Das war Foreshadowing vom Feinsten, würde ich mal sagen. Ah, oh, das hat wohl nicht geklappt. Wolltest du die Träume von meinem süßen Glurak fressen? Das kannst du vergessen. Hier, friss einen Flügelschlag. Tschüss. Okay, was gibt's noch? Oh, und Kyoto. Oh Gott, Kyoto wird immer stärker. Ein Pixie. Aha, wir kämpfen mal weiter. Guck mal, kann das auch Traumfresser? Oh, es ist so dick. Es sieht wirklich einfach nur mega übergewichtig aus. Oh Gott. Das trifft auch noch. Mhm. Also ich erlebe relativ selten, dass Attacken, wie gesagt, treffen. Meist, wenn man sie selbst einsetzt, treffen sie nicht. Aufwecker, hallo? Manchmal reagiert irgendwie der Controller nicht. Das ist immer ein bisschen merkwürdig. Ah, es können auch Traumfresser. Wer will von der Traumfresser oder sowas? Finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Naja, für die Erfahrungspunkte ist es ganz nett. Oh. Wie nervig. Immerhin kriegt es dauerhaft Schaden. Okay. Weiß gerade nicht. Wir wechseln auf jeden Fall. Nidoqueen. Leider kann Nidoqueen noch keine Giftattacke außer Toxin. Das wäre bei Pixie echt formidabel, weil Giftfee,
Aber wir können immerhin das Pixie nachhaltig vergiften. Und bekommt es halt auch noch ordentlich Schaden. Gerade Toxin ist sehr gut. So. Ah! Genau. Schön ausweichen, Nidoqueen. Du kannst es. So, dann schaufeln wir uns mal ein. Ich hoffe, wir sind schneller. Sehr gut. Ah. Und das Gift wirkt weiterhin. Und es wirkt schon viel besser. Und jetzt schaufel er. Zusätzliche Schaden. Huiuiui. Na, mach nur deinen Gesang. Ich glaube, spätestens die nächste Runde. Tja. Bist du eh Vergangenheit, liebes Pixie. Und zwar jetzt. Tschüssi. Oh, armes Pixie. Ach, und Level Up für Nidoqueen. Ach, es wird stärker und merkt es nicht mal, weil es schläft. Fancy Glitzerbling. Hallo? Passiert hier noch was? Jetzt. Okay. Ah, tja, Helena. Immerhin guckst du nicht so krass wie dein Pendant, wenn du besiegt wirst. Was für ein Kampf. In was für eine Atmosphäre. Hier ein kleines Dankeschön. Traumfresser. Ja. Ja, danke. Brauche ich jetzt nicht so unbedingt, glaube ich. So, was machst du jetzt mit meinem Team? Man übertrieben gesagt, mein halbes Team schläft oder hat irgendwelche anderen Gebrechen. Ich würde sagen, wir setzen mal Kyoto an die Spitze. Warum auch nicht? Hm. Ah, können wir wieder wilde Pokémon finden? Das wäre super. Hatten wir schon lange nicht mehr. Guck mal, was gibt's denn hier so? Ein Porenta! Hi! Porenta! Hi! Ja, warte, stopp. Nein. Ich will dich schon versuchen zu fangen. Ja, du wirst verdammt schwer zu fangen, ne? Nee, halt. Ich will es wenigstens mit dem Superball probieren. Oh, gut. Gut reicht. Gut ist gut. Trinke ich mal wieder einen Schluck. Hey! Oh. Hab gekleckert. Mitten beim Trinken den Controller zu schwingen, ist, glaube ich, keine so gute Idee. Huch, hier habe ich den geworfen. Nee, das war voll im Kreis. Ja! Klasse! Porenta wurde gefangen. Yay, oh, die Erfahrungspunkte sind sweet. Gefreut mir. Schön, ne? Für Porenta wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sie leben in Gebieten, in denen stangenförmige Gewächse gedeihen. Da diese seltener werden, scheint es auch weniger Porenta zu geben. Hm. Ja, ich würde sagen, oh, Raichu gibt's ja auch, aber das war mein eigenes. Okay, haben wir einen Porenta gefangen. Wow, und noch eins. Sogar ein großes. Na komm her. Wow, gerade noch so. Oh, schade. Großartig. Na komm schon, Baby. Ja. Sweet. Klasse. Porenta wurde gefangen. Da. Ja. Und Boris hat ein Level Up. Yay. Sehr gut. Fangserie 2. Jetzt mache ich hier noch eine Porenta-Fangserie auf. Passt auf. Normale Taubsis gibt es anscheinend auch hier. Na gut. Weiter geht's. Auf geht's, ab geht's, oder? Kommt noch was Besonderes? Ich weiß nicht. Taubsi halt, aber Taubsi ist jetzt nicht so krass. Noch ein Taubsi. Oh mein Gott! Sie infiltrieren uns. Oh nee. Ja, okay, lassen wir es. So viele Taubsis. Das ist noch ein Item. Na ihr? Oh, ein Ultrigaria. Oh. Sowas finde ich gefährlich. Das müsst ihr voll das seltene Shiny-Pokémon auftauchen.
Und ich schon so voll panisch. Irgendwie, keine Ahnung, ich würde ausrasten. Okay, Tauboga gibt es auf jeden Fall viele. Okay. Gut, aber ich würde sagen, das reicht erstmal für die Folge. Ich sage dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ihr mit Let's Play, Let's Go Evoli. Bis zum nächsten Mal. Bye.